Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Daniel Wörner und wir sind hier auf dem höchsten Punkt meines Grundstücks in Paraguay. Schau dir diese fantastische Natur an, diesen tollen Ausblick mitten im Gebirge. Ich liebe es einfach. Hier ist so eine fantastische Luft hier oben. Und hört ihr das? Das sind die Zirkaden. Immer von November bis Januar ungefähr. Da kommen diese Zirkaden raus hier in Paraguay und dann vibrieren die hier richtig überall. Es ist ein fantastisches, angenehmes Summen. Also ich finde es so toll. Ich wünsche dir fantastische Feiertage. Genieß deine Zeit und ess nicht so viel Fleisch. Ihr wisst, gerade zu dieser Zeit werden extrem viele Tiere getötet. Und Tiere sind unsere Brüder. Sie sind keine Nahrung. Das muss ganz klar sein. Aus diesem Anlass werde ich heute meine Fasten-Challenge noch ein bisschen intensivieren. Ich bin jetzt dabei, seit einer Woche zu fasten, habe jetzt die letzten 5 Tage nur ein kleines bisschen Saft getrunken mit von meinen Früchten, von meinem Grundstück, und ab heute werde ich komplett durchziehen mit Fasten, um so ein bisschen die Balance zu bringen für die ganze Tierabschlachtung. Mir geht es extrem gut, ich bin inzwischen schon über 20 Stunden am Fasten. Und ja, ich habe super geschlafen, extrem gut geträumt und ich muss sagen, von Stunde zu Stunde geht es mir eigentlich besser. Jetzt schauen wir mal, wie weit ich das nach oben treiben kann. Ich gehe jetzt hier mal ein bisschen aus der Sonne raus, dass wir noch ein bisschen besseres Licht haben für das Video. Meine Haare wachsen auch immer länger und länger, das ist richtig krass hier. Und vor allem hier in Paraguay, da ist die Luft so gut, hier ist die Natur noch so, ja, ursprünglich, und hier wächst einfach alles. Man merkt es an den Fingernägeln, man merkt es an seiner Regeneration am Körper, an den Haaren. Also es sprießt alles raus, die Natur, die Pflanzen. Es ist unglaublich, wie schnell hier Bäume wachsen, wie schnell hier die Pflanzen sich wieder regenerieren. Und hier fliegen übrigens ganz viele kleine Bienen rum. Die stechen aber nicht. Wenn dir übrigens diese Kulisse, dieser Hintergrund hier gefällt, dann hau jetzt den Daumen nach oben. Dann weiß ich genau, ich werde in Zukunft immer hier hochkommen und hier meine Videos drehen. Dann habt ihr eine wunderschöne Kulisse mit fantastischer Natur, mit einem tollen Ausblick. Deswegen jetzt den Kanal abonnieren und Daumen nach oben geben, dann weiß ich da Bescheid. Heute möchte ich mit dir über die Zirbeldrüse sprechen. Ein Organ genau in der Mitte unseres Gehirns, das dafür sorgt, dass wir an unsere Intuition angeschlossen werden. Dass wir hinter den Vorhang der Matrix schauen können. Ein Energiezentrum, das auch das dritte Auge genannt wird. Die Zirbeldrüse ist heutzutage extrem verkalkt und verstopft, weil wir einfach keinen dienlichen und gesunden Lebensstil mehr in den Tag legen. Wenn die Zirbeldrüse frei und gereinigt ist, dann können wir in andere Dimensionen reisen. Wir haben Zugriff auf unsere Hellsinne, unsere Hellfähigkeiten, und das möchte man natürlich heutzutage verhindern. Man möchte, dass wir abhängig bleiben und dass man uns fremdsteuern kann. Ich selber bin inzwischen schon über 10 Jahre am Entgiften meines kompletten Systems, nicht nur der Zirbeldrüse, sondern eben mein ganzer Emotionalkörper, Mentalkörper und auch meinen physischen Körper. Ich arbeite mit Meditation, Pflanzenmedizin und mit dem Fasten und habe bisher extrem gute Ergebnisse erzielt. Ich habe es mir jetzt zur Aufgabe gemacht, den Menschen da draußen zu helfen, diesen Bewusstseinszustand ebenfalls zu erreichen. Ja, frei zu werden von ihren Schatten, von den ganzen Giftstoffen, die das ganze System sozusagen verstopfen und die das dritte Auge blind machen. Kommentier mir doch mal unter dieses Video, ob du schon mal etwas von der Zirbeldrüse gehört hast und wenn, hast du denn schon auch mal etwas dafür getan, um diese Zirbeldrüse zu entgiften? Die Natur, die Welt, Gott wartet darauf, dass wir dieses Organ wieder anerkennen und nutzen. Dadurch werden wir automatisch sympathischer, wir werden empathischer und wir verbinden uns wieder mit der Natur, mit den Tieren und vor allem mit unseren Mitmenschen. Meditation ist für mich die Basis, um die Entgiftung und die Selbsterkenntnis einzuleiten. Pflanzenmedizin wie zum Beispiel Ayahuasca, San Pedro oder Iboga sind da extreme Katalysatoren, um das System durchzuboosten, da wir ja über all die Jahre so viel Gift, so viele Blockaden angesammelt haben, dass wir da ein kleines bisschen stärker,
ein kleines bisschen mehr Power reinbringen dürfen. Als vor circa 5 bis 6 Jahren das erste Mal Iboga zu mir gekommen ist, muss ich sagen, hat sich mein Leben nochmal komplett verändert. Iboga hat mir ein Bewusstsein geschenkt, das ich davor so nie hatte. Ich habe ganz genau erkannt, was mir schadet und was nicht. Als ich mit der Pflanze angefangen habe, im Microdosing-Bereich zu arbeiten, hat sich für mich die Welt komplett verändert. Ich habe ganz viele neue Blickwinkel bekommen. Wenn Iboga nicht in mein Leben gekommen wäre, dann wäre ich heute nicht der Mensch, der ich bin. Es hat mir eine extreme Freiheit geschenkt, eine Klarheit und vor allem ein Bewusstsein über das Ganze. Für mich persönlich ist Iboga ein absolutes Geschenk der Natur. Iboga hat mir die Göttlichkeit in mir gezeigt, die Göttlichkeit in dir, in allem um mich herum. Für mich war Iboga der stärkste Katalysator, wenn es um die Zirbeldrüse geht. Iboga hilft dir extrem stark zu erkennen, was dir gut tut. Durch Iboga habe ich erkannt, wie stark wir eigentlich ständig in den Konsum verfallen. Es hat mir auch gezeigt, wie einfach es doch ist, diesen Konsum zu beenden und Fastenepisoden in mein Leben einzubauen. Nur solange man eben dieses Bewusstsein nicht hat und diesen Blickwinkel, dann kann man das nicht so leicht umsetzen. Mit der Zeit fallen dann die Schatten, die alten Programmierungen und Blockaden und man erkennt seine eigene Göttlichkeit. Dadurch kommt man in den Frieden. Man verliert diesen ständigen Drang nach Konsum. Man kommt endlich aus dem Mangelbewusstsein heraus und lebt die Fülle. Man durchbricht das antrainierte Opferbewusstsein und kommt in sein Selbstbewusstsein, in sein wahres Selbstbewusstsein, in das Schöpferbewusstsein. Und das Allerschönste ist, dass man erkennt, dass das Leben ein Geschenk ist und kein Kampf und immer für dich ist. Wenn du Süchte oder Schmerzen überwinden willst, wenn du psychische oder körperliche Probleme hast, dann fang mit Meditation an und unterstütze das Ganze mit Fastenepisoden. Damit legst du eine Basis für die Pflanzenmedizin. Wenn man mit der Zeit dann ein Bewusstsein dafür entwickelt hat, eine Basis geschaffen hat, dann kann man sich mit Pflanzenmedizin in dieser Richtung unterstützen. Wenn dich das Ganze interessiert und neugierig gemacht hat, dann check jetzt meinen Iboga Online-Shop ab. Unter diesem Video findest du den direkten Link zum Shop. Schenke deinem Bewusstsein ein Upgrade und erkenne dich selbst. Ich danke dir, dass du mir zugeschaut hast. Gib mir doch einen Daumen nach oben für dieses Video, abonniere diesen Kanal und teile dieses Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Weihnachtszeit.